Hallo und herzlich willkommen zurück bei Atomic Heart. Trapped in Limbo, wir haben die Bahn der Geschwindigkeit hinter uns und sind nun, wo sind wir eigentlich? Ich will gerade mal gucken, Spielladen. Turm der Erinnerung sind wir nun. Oh Gott, das ist ja schrecklich. Oh Gott. Ich bin irgendwo gelandet. Wirklich? Wirklich? Irgendein Schimpfwort. Ach, ich habe ihn vermisst, Nichai. Wirklich. Okay. Oh, was? Ich muss jetzt so weit springen. Okay, lief ganz gut. Habe ich alles? Hui, hui, hui. Hui, hui. Oh nein! Ich weiß noch nicht so richtig, wie ich überhaupt springen soll. Schade, er hält sich auch nicht fest. Du blödes Vieh. Ich hab's genau gespürt. Ich muss echt einmal rundherum fahren. Hm.
Oh, sehr gut. Okay, was haben wir hier? Nein! Okay, das darf man auch nicht. Und weiterleben. Ich speichere mal kurz und hole uns auch die restlichen. Kann man sich leisten. Alpha, du gewinnst und gewinnst, aber bald stehst du deinem größten Feind gegenüber. Oh. Okay, jetzt träumen wir also von Betten.
Langsam, Libellchen. Was gewinne ich? Ich klettere nur Stück für Stück hoch. Was für ein Feind. So wurde ich ewig nicht mehr genannt. Stück für Stück ist ein guter Denkansatz. Aber du kletterst nicht körperlich. Dein Bewusstsein kehrt in den Originalzustand zurück. In die Kindheit? Danke, nein. Ich war dämlich und bockig. Ist heute noch so. Nein, nicht in die Kindheit. Ich versuche, den Zugang zu öffnen, bevor du brabbelst und an die Brust willst. Rotzfrech, das gefällt mir. Besser als Schatz und Liebling. Mit wem kriege ich es zu tun? Naja, mit dir selbst. Wie gesagt. Oh! Daran hatte ich nicht gedacht. Lass mich. Hilfe. Ist doch gar nichts. Oh Gott. Soll man sich jetzt nochmal aufpowern? Komm ich denn dahinter? Da geht's scheinbar weiter, oder was? Lass mal weg. Ich hab schon lange keine Tibeter mehr gefunden. Sich immer auf sich.
Katja, ich habe den Ring verloren. Schon wieder? Wie schaffst du das, Nechayev? Warte, Libellchen. Reingelegt. Treib's nicht so weit. Moment mal, meiner ist auch weg. Warte, was? Was ist hier los? Nechayevs. Kaum lässt man euch zwei allein, passiert irgendwas. Wir feiern eure Hochzeit. Und ihr macht schon wieder Mätzchen? Keineswegs. Kommt nicht mehr vor, Genosse Major. Noch bin ich keine Nechayeva, Genosse Major. Genug gequatscht. Ab in den Trausaal. Marsch! Jawohl, Genosse Major! Abmarsch! Und heute nicht Major, sondern Alexander Iwanowitsch. Keine Förmlichkeiten, wenn meine Leute heiraten. Zu Befehl! Das wird ein Spaß. Oh, was ist hier passiert? Maske oder Gesicht? Mach keine Witze. Denk nach. Da war ein ganzes Becken voller schwarzer Flüssigkeit, gesättigt mit den Gedanken toter Krimineller. So wollten sie das erste Netz erschaffen. Ein Reservoir menschlichen Bewusstseins. Und Sheridan fiel dort hinein. Absichtlich. Oder das Zeug sog ihn ein. Ganz egal. Was zählt ist, wessen Identität genau das Netz sich aneignete. Ich glaube, das Gute sollte letztlich siegen, aber das braucht ja auch seine Zeit. So gesehen begann alles mit unerwiderter Liebe. Wäre Michael Stockhausen nicht so ein Schürzenjäger gewesen, hätte Petrov das System nicht gehackt und der Start von Kollektiv wäre glatt gelaufen. Aber dann wärst du nie in der Anlage gewesen. Jedenfalls, Charles hätte den richtigen Moment abgewartet und den Gallert an sich gerissen. Aber vielleicht wäre Sechenovs Bewusstsein dann nicht im Netz gelandet. Aber jetzt geht es um dich und mich. Wir könnten dem Doktor sogar helfen. Wie auch immer, zuerst musst du die Ringe finden. Zwei Netze? Wenn der Gallert ein mit Kollektiv verbundenes Netz menschlichen Bewusstseins ist, dann müsste es für uns im Limbo eigentlich auch etwas Ähnliches für das Unterbewusstsein geben. Und wie würde das aussehen? Vielleicht ist Sechenov deswegen so erpicht auf den Weltraum. Schließlich wäre die Menge an Unterbewusstseinsdaten aller mit Kollektiv verbundenen Menschen gewaltig. Vielleicht geht es nicht um Weltraumphysik, sondern um den Weltraum selbst. Okay. So, gehen wir mal diesen kauenden Turm nach oben. Hockt die andere wieder hier oben? Oder gibt's hier wieder eine Marke? Da haben wir 10. Vielleicht können wir uns doch mal irgendwas leisten hier. Ach ja. So, wo gehen wir jetzt hin? Haus Nummer 26. Wir müssen hier vorne weiter. Was ist denn hier für eine Brühe? Zuckerguss. Oh. Nein, ich war doch schon da oben. Oh. Ist hier nicht irgendwo so ein Speicherkunde? Dass wir wenigstens hier anfangen?
Nee. Doof. Komm ich hier nicht rüber, oder was? So ein Kunde war auch nicht. Oh. So. Let's get it. Oh. Was zur... Ach, irgendein Schimpfwort. Ja, ich würde auch gern. Nichts los. Ach, hier ist die andere. Acht brauchen wir noch. Oh. Wie hat uns Kuznetsov einen Urlaubstag verschafft? Schon komisch. So ohne Uniform und im Kleid. Lange her seit dem letzten Mal. Alle auf Vodobjovi Gordi sollen sehen, was für eine schöne Braut ich habe. Nechayev, machst du mir etwa einen Antrag? Wir gehören zusammen, so viel steht fest. Antrag hin oder her, ich bleibe bis ans Ende meiner Tage an deiner Seite. Oder siehst du das anders? Soll das ein Witz sein, Genosse Leutnant? Keineswegs. Über sowas macht man keine Witze. Hey, Genosse, dürften meine Braut und ich zwei Plombiereis haben? Katja, ich bin ein alter Soldat, kein Poet. Aber lass mich eins sagen. Wenn du lachst, höre ich die Engel singen. Du machst mich glücklich. Wie kommt Oma Sina hier rein? Durch eine Kopie von Sechenovs Daten. Sie hat jede Menge herausgefunden als Kommunikationsleiterin. Dann weiß sie also vom Atomherzprojekt? Konzentrier dich lieber auf das, was vor dir liegt. Bist die Generälin meines Herzens. Was ist in dich gefahren? Ekaterina Pawlowna. Willst du mich heiraten? Sergej! Wo hatte ich jetzt den Ring? Oh Mann. Ich will gerade mal was gucken. Ja,
Ja, Untertitel sind an. Also hier drin ist wieder sowas, was ich nicht lese. Das ist echt doof. Ich habe das immer so gern gelesen, diese ganzen Plakate. Haben die das einfach nicht mehr übersetzt, weil die Leute es nicht gelesen haben? Na gut, man weiß ja nicht, ob sie es gelesen haben. Finde ich doof. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bleibt gesund und bis morgen. Tschüss.